Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren schnellen und super leichten Platin mit dem neuen Spiel von T-Games, The Jumping Burger Rush. Das Spiel kostet 1,49 €, ist Cross-Buy, PS4, PS5, unterstützt Cross-Save, PS4, PS5. Bedeutet, wir spielen natürlich wieder erst die PS4-Version. Dauer der Platin, 3 Sekunden für beide Platins, ja. Wie das Ganze funktioniert, werde ich euch an dieser Stelle auf jeden Fall zeigen. Also nochmal, liebe Leute, 142 Trophäen innerhalb von nur 3 Sekunden. I doubt it. Das werden wir hier jetzt machen. Wir gehen auf jeden Fall erstmal hier in die Optionen. Dann haben wir hier einen Schwierigkeitsgrad. Da wählen wir Very Easy. Für die Platin müssen wir hier nämlich 7000 Points bekommen. Wir starten jetzt einfach das Spiel. Haben hier schon 10.000 Points. Wir sind Game Over. Jetzt müsst ihr nur noch kurz hier die Trophäen aufpoppen lassen. So, wenn ihr dann die Platin hier erspielt habt, dann geht er in die PS5-Version. Bei der PS4-Version hat das Ganze jetzt gerade mal 2 Sekunden gedauert. PS5-Version dauert nur 1 Sekunde durch Cross-Save. Und zwar seid ihr dann hier im Hauptmenü, geht hier einfach auf Import PlayStation 4 Save Data. Dann vibriert das Ganze hier kurz. Und das war's, liebe Leute. Wie gesagt, 142 Trophies innerhalb von 3 Sekunden. Das Ganze mit allen 4 Regionen, liebe Leute, habt ihr hier 8-mal Platin innerhalb von 12 Sekunden. What the fuck, was wollt ihr mehr? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo, da würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und Servus.